So, lass mich raten, hinten auf dem Hinterhof ist ganz viel Stuff. Ganz toll. Gibt's hier... Nee, gibt's nicht. Schade. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier noch irgendwie Munition oder so? Kraut. Kraut ist gut. Kraut. Können wir mal gut benötigen. Okay. Maske eingeschlossen. Okay. Kern zerstören. Kern? Was ist denn jetzt der Kern? Meinst du das eklige, runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Use your powers. Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Ja, vielleicht solltest du erstmal lernen, damit umzugehen. Weil vielleicht willst du ja dann am Ende gar nicht mehr loswerden. Aber wie? Was muss ich tun? Konzentriere dich. Finde deine Mitte. Browse der Verstärker. Verstärker? Warum? Geh weiter durch die Tür. Durch diese da? Okay. Und wenn ich denn, also, den Verstärker finden? Ein Zaunverstärker? Okay. Das war jetzt nicht so clever. Oh man. Oh man. So. Achso, ich dachte, es wäre Kraut. Hä? Was ist das denn für eine Tür? Verschlossen. Okay. Schießpulver. Schießpulver finde ich gut, um nachher selber Munition herzustellen. Ey, das ist doch alle... Das ist nicht gut. Könnt doch, also, nee. Aber ein paar nützliche Kombinationen herausgefunden. Kraut und flüssige Chemikalie, Schießpulver und flüssige Chemikalie. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann. Was ich auch tun muss, ich werde überleben. Öffne das Inventar, um Munition herzustellen. Nein, wir wollen aber keine Munition herstellen. Ich will jetzt erstmal... Nein, Seite verschlossen. Öffne das Inventar, um Erste-Hilfe-Arznei herzustellen. Wollen wir auch nicht. Das ist alles... Das sieht... Not so nice aus. Okay. Also durch... Das Zeug wollen wir ja nicht durch. Warum kann ich die nicht abschießen? Warte kurz, ich muss mal einmal nachladen. Okay, vielleicht sollten wir jetzt doch Munition herstellen. Wäre so eine Möglichkeit, maybe. Danke. Weil ich habe ja nichts mehr an Munition. Ja, dabei wollte ich ihr doch nur helfen. Ich wollte sie retten. Shit, Alter. Kannst du bitte ihr mal... Aber hinter mir ist keiner, ne? Okay. Safe. Safe, safe, safe. Können die vielleicht auch, wenn die hier despawnen, wollte gerade sagen, ey, ich hoffe, der despawnt jetzt gleich. Könnten die vielleicht auch Munition fallen lassen? Irgendwas? Vielleicht sollte ich nicht gegen jeden kämpfen? Vielleicht. Vielleicht ist manchmal auch cleverer, einfach abzuhauen? So wie jetzt? Jetzt ist, glaube ich, da die... Da gehe ich auf keinen Fall durch. Nope. Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Zum Beispiel. Ne, so. Mit einer Ladder. Die gute alte Ladder. Okay. Ja, jetzt sind wir hier schon wieder irgendwo um nirgendwo. Also ich meine, ich weiß, glaube ich, noch, wo wir uns befinden. So haustechnisch. Das Spiel Resident Evil 8 habe ich ja auch, ist ja schon ein bisschen länger her, wo wir das gespielt haben. Aber wir kommen so, gewisse Ecken kommen hier einfach sehr bekannt vor. Genauso wie hier. Hier haben wir nämlich damals auch die geile
hier war nämlich dieses Mannequin und die, hier haben wir nämlich auch die Schrotflinte gefunden gehabt damals. Ja, nein. So, und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Verstärker. Wo ist dieser Verstärker? Ich will auch nur meine Kraft nutzen. Also vielleicht, ja, das würde ich natürlich richtig feiern, dass die Kraft besser ist als meine Pistole. This. Okay, this is der Verstärker. Wir lesen uns aber erstmal ganz kurz hier das Ganze durch. Ich habe einen Weg gefunden, eine gravierende Destabilisierung von Teilen des Mytamycid-Netzwerks herbeizuführen, indem ich eine störende Kraft einbringe, die die zur Kommunikation benutzten Autoinduktoren blockiert. Beispielsweise beginnen die Skelerotinen, die runden, kernähnlichen Myklokörper, auf zellulärer Ebene zu zerbrechen und bei einer derartigen Störung ganz zu zerfallen. Skelerotinen bilden sich, wenn der Mytamycet sich an neuen Stellen formt. Sie dienen dort als Halt bzw. als eine Art Ankerpunkt. Sie sind zumeist mit einer Fläche von flüssiger Leere verbunden, über die der Pilz sich ausgebreitet hat. Werden nun die Autoindikatoren eines solchen Sklerotiums gestört, beginnt es zu zerfallen. Mit dem Sklerotium verbundene flüssige Leere zerfällt dabei ebenfalls. Es scheint, dass bei Destabilisierung eines Sklerotiums ein Signal ausgesendet wird, welches weitergibt, dass dieser Ort nicht länger für Mytamycet-Besiedlung geeignet ist, wodurch eine ganzheitliche Rückzug ausgelöst wird. Das finde ich ja mal nice. Heißt für mich, ich nehme das, Behälter 1. Was passiert jetzt damit? Was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren. Okay, Fokus. Konzentrieren? Ja, okay. Konzentriere dich. A25 minus 3. Ich fühle mich anders. Wie ist es aus? Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Können wir uns vorher nochmal Munition craften? Wäre das eine Option? Ja. Sehr gut. Fokussieren. How? Fokussieren. Ja, aber wie? Also wie kann ich einen Fokus setzen? Mit Leertaste. Okay. Das ist irgendwie nuts. Okay, das habe ich geschafft, bevor die Viecher gespawnt sind. Das ist natürlich auch nochmal richtig geil. Könnte ich denn das Ganze auch gegen die Viecher anwenden? Also wenn ich nicht gleich den Kern finde, dass man einfach, oh Gott, was habe ich denn hier unten rechts? Was ist denn, habe ich nur eine begrenzte Anzahl von Fokus? Oder wie darf ich das verstehen? Also da, unten da, wo meine Munitionsanzeige ist, ist ja auch so eine Ader. Ah, jetzt mal. Und da ist dann eben die große Frage. Ist das eine Art Munitionsgedöns? Ja. Außenrum geht's nicht. Muss ich's halt beseitigen. Ja, und wie? Wir sehen ja den. Ach doch, da oben. Sagen wir, sehen ja den Kern nicht. Okay, cool. Also so können wir auf jeden Fall aufräumen. Das finde ich wiederum ganz nice. Wo bist du denn? Nicht den drauf fokussieren? Das funktioniert irgendwie nicht. Okay, die Viecher kann ich leider nicht so kaputt machen. Schade. Schade,
Schade, schade Schokolade. Das hätte mich jetzt ein bisschen gefreut. So, jetzt ist nämlich die Frage. Also mache ich jetzt jedes Ding kaputt, was ich auf dem Weg hierher finde? Ich meine, ey, können wir auch behaupten, das Haus ist gereinigt. So, lass uns mal gucken, was finden wir hier? Großraummagazin. Ja. Teil ausrüsten. Nice. Ein erweitertes Magazin. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Dass wir einfach mal ein paar Schuss mehr haben. So, hier können wir noch nicht durch, weil da finden wir noch nicht den Kern. Aber hier können wir auch nicht mehr durch. Und finden hier wiederum Munition. Alles gut. Alles gut, das ist sehr, sehr gut. Und so wie es aussieht, können wir unsere Kräfte anscheinend dauerhaft nutzen. Also wir haben nicht sowas wie eine Art Munition, die vergeht. Zumindest nicht so, wie sich das anfühlt. Sondern wir können es anscheinend unbegrenzt nutzen. Was natürlich ganz nice ist. Weil wir damit natürlich einiges zerstören. Oder zerstören können. Um das Haus zu reinigen. Wie Steven sagen würde, dieses Haus ist nun gereinigt. Ah, gut. Das ist die Chemikalie. Das Gute ist, dass wir natürlich dann dadurch an die verborgenen Dinger hier rankommen. Okay. Wie jetzt? Wo ist denn jetzt hier der Kern? Ist aber hier nie kein Kern. No Kern zu sehen. Hier geht's nochmal raus. Aber da hinten ging's auch nochmal raus. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier direkt schon mal hin möchte. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz auf... Nee, da nicht. So, warte mal, aber hier war doch auch noch eine Tür gerade gewesen. Ja. Ah, und von hier sind wir gekommen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir von hier gekommen sind, wollen wir mal ganz kurz gucken, was hier hinten noch drin ist. Weil wir sollten ja eigentlich wieder zurück zum... Innenhof, um die Maske da zu befreien. Aber wir wollen natürlich auch mal ein bisschen looky-looky machen. Was es nicht so alles noch hier gibt. Achso, von hier sind wir gekommen. Shit. Was es nicht so alles noch gibt. Aber von hier, da waren wir ja gerade. Das ist natürlich blöd. Da sind wir jetzt ein bisschen im Kreis gelaufen. Das kann natürlich mal vorkommen. Ich hoffe nicht allzu oft. So, kann ich denn jetzt hier... Ach nee, das war ja von der anderen Seite verschlossen. Da war ja was. So, hier gibt's aber keinen Kern. Schade. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier irgendwie... ...das nochmal hätte bereinigen können. Okay. Was passiert da draußen? Okay, also wir kommen nicht mehr zu da, wo wir hin wollten. Kommen wir nicht mehr ganz so schnell hin. Ja, das heißt, was ist das denn? Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Aha, da finden wir die zweite Maske, oder wie? Also sprich, da ist eine Tür mit einem Auge. Könnte ich jetzt nicht einfach... den Kern hier beseitigen erstmal. Also erstmal den Kern, damit wir dann den anderen Kern beseitigen können. Hier haben wir schon mal die Bronzemaske. Oh, na endlich.
Dann würde ich mich noch hier den Kern beseitigen. Weil wir können's. Hier gibt's eigentlich auch noch einen Kern, aber den finde ich jetzt noch nicht. Wo der sich versteckt. Oh, aber hier versteckt sich noch einer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehe ich auch noch einen Kern irgendwie? No. Aber hier war doch noch ein Geheimgang. Oder nicht? War da nicht mal so ein Geheimgang im letzten... im letzten Game von Resident Evil? Ich dachte, da wäre so ein Geheimgang gewesen. Aber... Warum lebt das noch? Egal. Wir öffnen jetzt die Tür. Hier die einäugige Tür. Wie wir das auch immer anstellen. Okay, so schon mal nicht. Schade. Und wie machen wir das jetzt? Hä? Aber meine To-Do ist doch... Die einäugige Tür öffnen, ja. Okay. Aber wir können die nicht öffnen, weil... wir den Schlüssel dafür nicht haben? Was hier? Ja, aber wie? Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Ja, aber wie kann ich die denn setzen? Also, ja, da ist die silberne Maske. Okay, habe ich verstanden. Aber ich kann sie nicht öffnen, die einäugige Tür. Und meine Power is useless. Ich kann das da nicht, nutzen. Rest. Wie, Rest? Mach Pause. Wie, mach Pause. Stimmt was nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Warum nicht gehen? Nein. Ja. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Nimm. Danke. Heilung. Ja, cool. Aber... ich verstehe es nicht. Also... ja, Kräfte sind kacke. Gebe ich dazu. Du bist nicht die Bronzemaske, ne? Doch, du bist die Bronzemaske. Okay. Das war nicht gewollt. Aber ist nun passiert. So, gibt es denn eigentlich auch Kerne, die wir eventuell nicht zerstören können? Weil wir noch mehr Power brauchen dafür oder so. Oder können wir jetzt jeden Kern damit wirklich kaputt machen, mit dieser einen Kraft, die wir hier so haben? Und können wir den... wie hieß denn jetzt nochmal? Also, wie hieß denn der Typ? Der Verkäufer. Wie hieß denn der eigentlich richtig? Ein einäugiger Schlüssel finden. Hier ist der zweite Schuh übrigens. Wo waren das jetzt gerade? Angezeichnete Karte. Eine einfache Zeichnung für einen Teil des Schlosses. Eine Stelle wurde mit einem Schlüssel mit Auge markiert. Ah. Second floor. Ganz hinten rechts. In the dressing room. Okay. Weiß ich zumindest, wo wir hin müssen. Aber vorher geben wir hier noch mal ein paar Sachen uns angucken. Das Gemälde eines Schmetterlings ist... es ist fest im Rahmen fixiert und kann nicht entfernt werden. Das kann hier nicht verwendet werden. Das kann hier nicht verwendet werden. Gemälde einer... ah. I don't know.
No. Der Räuber steht in Reihe und Glied und ein jeder auf seine Beute schielt. Ich kann die hier allesamt nehmen, oder was? Das Gemälde zweier Wölfe ist fix im Rahmen fixiert. Gemälde zweier Schafe. Gemälde eines Frosches. So, lass mich mal raten. Da kann ich nicht nehmen. So, das Gemälde ist eines Schmetterlings, das ist fest im Rahmen fixiert und kann nicht entfernt werden. Okay. Der Wolf ist böse. Ne? Also der Wolf ist ja safe böse. Die Räuber stehen in Reih und Glied, ein jedes auf seine Beute schielt. Also, der Wolf schielt normalerweise auf Schafe. So, die Spinne wiederum schielt eigentlich auf Insekten. Oder? Aber nicht auf Schmetterlinge. Schmetterlinge sind vielleicht Schmetterlinge, vielleicht doch der Frosch. Aber dazu fehlt uns dann hier noch das mittlere Gemälde. Wo könnte sich dieses Gemälde verstecken? Gut, gehen wir erstmal weiter. Also klar, wir müssen das so... Kleiner Fixer. Noch nicht tot? Jetzt aber, oder? Auch noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Die fressen ganz schön viel. Ja, an Munition, also. Ja, wo ist denn hier der Kern? Kernkompetenz. Da oben. Sieh an! Du steckst voller Überraschungen, was gleich ist. Lass mich in Ruhe. Lass mich durch. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder doch? Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Muss in der Nähe sein. Ja. Ja. Also, ja. Geh nicht. Zu schwach. Hinter dem Kamin. Ja, das habe ich mir gedacht, dass hinter dem Kamin der ganze Rotz ist, aber wie kann ich... Danke. Michael, danke. It's very nice of you. Finde ich gut. Finde ich gut. Dankeschön. Lieber liegen hier Schuhe. Nimm das. Pistolenmunition auf jeden Fall. Take this. Variante 2. Also, noch mehr davon. Sind wir jetzt dadurch denn noch effektiver? Okay. Sorry, ganz kurz für die Lags. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt vorbei ist mit den Lags. Dass wir jetzt hier smooth durchspielen können. So, aber wieder zurück zum Geschäft. What is... Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Auf Gegner fokussieren. Das war ich. Okay. Ich kann den Gegner lähmen. Würde es so weit gehen, dass ich sogar dran vorbeisneaken könnte dann? Richtig nice. Würde richtig nice sein. Aber gut. Nein, lauf doch einfach. Das auch. Wie, das auch. Zweig weißer Salbei. Was macht der? Also, okay. Sei vorsichtig. Okay. Cool.
Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoindikatoren in einem Mitamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotin eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagte Organismen praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Okay, das heißt hier, ich kann hier dann einfrieren. Das heißt, ich brauche gar keine Angst mehr vor den Viechern haben. Come on, come on, turn the radio on. Okay, cool. Also wenn ich hier einfrieren kann, dann brauche ich auch meine Munition nicht bei dem verschwenden. Oh, warte mal. Das ist jetzt not so clever. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh doch weg. Okay, warte mal. Muss ich dafür vielleicht das hier benutzen, um mich wieder aufzuheilen? Also, okay, ich habe anscheinend davon nur 3 Schuss. Wollt ihr mich? Wo kommst du denn jetzt her? Na super. Na super, ich dachte, die sind dann einfach freeze as fuck. Nein, sind sie nicht. Fertig doch! Mach doch irgendwas! Okay, wait a second. Schneller! Mach doch nicht so! Das ist jetzt aber unfair, Freunde. Das ist jetzt not so nice. Das ist wirklich nicht nice. Ich keine Munition mehr habe, so scheiße. Jetzt mal. Ist da jetzt noch einer oder was? Ich hoffe nicht. Ich muss Munition finden. Okay, Munition gefunden. Nice, nice, nice. Oh, ist ja gar nicht stressig. Überhaupt nicht. Ist ja mal mega nice, dass ich jetzt hier reingerannt bin für nichts. Ich würde gerne noch ein Bild finden für das Rätsel hier oben. Aber ich glaube, das ist jetzt nebensächlich. Okay, komm, wir gehen einfach in... wieder auf den Hof und stay safe. Ja. Pass auf dich auf. Red mit ihm. Sag ihm doch was. Versuch ich ja. Aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Run? Ja. Wie? Kann sie kaum alle erledigen. Ey, ich dachte, jetzt kommt hier... Ich wollte ganz kurz einen Schluck trinken. Ey, Freunde, wirklich, das ist ja heftig. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Keller. Holen die silberne Maske. Vielleicht. Warum ist jetzt hier schon wieder so geklippert? Ey, wo ist denn jetzt die... Ah, das Tor war jetzt hier rechts, ne? Genau. Damit wir den... Ja, damit wir vorwärts kommen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Entriegelt.